Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flopen im Start, heute mit dem 99 Uhr Core Date und was für einer, es ist Freitag und das Team of the Season beginnt endlich und zwar mit dem Team of the Season live oder andersrum live Team of the Season. Wir gucken uns gleich diese Push-Nachrichten an, Freunde. Wir bekommen eine Team of the Season-Karte for free für alle. Und wir gehen natürlich rein in die SBCs, in die Ziele, in den Store. Freunde, wir werden XXL-Pack-Opening zum XXL-Freitag wieder machen. Es ist Freitag, XXL-Video-Time. Och, ich bin richtig hyped. Ich hoffe, ihr auch. Team of the Season beginnt endlich. Also lasst uns reinstarten und Abfahrt und rein ins Video. Let's go. Und bevor wir reinstarten, Freunde, mit dem Team of the Season, mit diesem Video, dann nehmt euch noch kurz die eine Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Support ist kein Mord. Daumen für euch, eine Sekunde, wird mich extrem unterstützen. Lasst uns so schnell wie möglich die 300 Likes voll machen, gerne auch mehr erreichen. Gerne für den Algorithmus auch Kommentare hinterlassen. Und natürlich, falls ihr neu sein solltet, lasst gerne kostenlos die Glocke aktiv da. Ein Abo, auch das würde auf jeden Fall extrem supporten. Damit starten wir rein, Freunde, wie jeden Tag hier mit dem Content. Und erstmal natürlich mit der EAFC-Nachricht. Da ist es live Team of the Season. Das Team of the Season ist da und beginnt mit dem Live-Team of the Season. Live-Team of the Season Profi-Items haben eben zwei Upgrade-Chancen je nach dem Ergebnis der nächsten vier realen Partien ihrer Vereine. Live-Team of the Season-Items sind in Packs bis zum 26. April, also sprich eine Woche, verfügbar. Und um den Start des Team of the Season eben jetzt zu feiern, wurde dir ein Live-Team of the Season-Garantie-Pack gutgeschrieben, in dem sich ein untauschbares Live-Team of the Season-Profi-Item befindet. Geh eben zum Meine-Packs-Bereich des Ultimate-Team-Shops, um dein Pack abzurufen. Das EA Sports FC-Team. Das heißt, schon mal vorweg, jeder von uns bekommt einen garantierten Team of the Season heute vom Team of the Season Live Event zur Promo eben for free. Also schreibt doch schon mal in die Kommentare, wen ihr in eurem Pack hattet. Wir gehen gleich mein Pack natürlich durch. Ja, Freunde, damit starten wir rein. Ich bin richtig hyped. Team of the Season kann endlich losgehen. Und es ist eben das erste Mal, dass es mit dem Team of the Season Live Event losgeht. Sehr, sehr interessant. Und hier steht es jetzt nochmal vielleicht für euch in den Neuigkeiten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wie sieht das Upgrade-System aus? Also zwei Siege in den nächsten vier Ligaspielen, also für den Verein, bekommt die Karte plus 1 Upgrade. Und dann eben das zweite Upgrade, der Verein des Profis erzielt in den nächsten vier Ligaspielen 8 Tore, auch dann ein weiteres plus 1 Upgrade. Ja, und die Upgrades eben beginnen ab heute, den 19. April 24. Und ihr seht schon unter meiner Facecam, ja, wir haben Modric, ne, Fernandes und so weiter und so fort in Packs. Vielleicht gehen wir doch da kurz drauf ein. Denn ihr habt da kurz gepostet, wie das ganze Team aussieht. Bevor wir jetzt gleich zu den SBCs und KOKG kommen, machen wir doch da erstmal den Anfang. Also, Team of the Season geht endlich los. Erstmals macht das Team of the Season live den Startschuss. Dynamische Spezial-Profi-Items, also ja, eben erwähnt, es sind Live-Items, für alle, die das jetzt noch nicht verstanden haben, die basiert eben auf den realen Ergebnissen aufgewertet werden können, ja. Und dazu gibt es aktualisierte Rewards, neue SBCs, Ziele, Evolutions auch. Wir haben heute neue Evolutions, gehen wir auch gleich rein, gucken uns an und eben noch mehr. Wenn wir hier aber auf den Link klicken, Freunde, ja, dann haben wir erstmal eine Fehlermeldung. Hoffentlich kommt die gleich noch dazu. Aber wir sehen hier schon in den drei Bildern eben, was in Packs ist. Und das ist einmal dann aufgeteilt in FX Team of the Season, beziehungsweise hier die FX Leagues, also Englisch, England, Frankreich, Italien, Germany, Deutschland und eben Spanien. Dafür steht FX, falls ihr das noch nie gehört haben solltet. Dann haben wir die Womit Leagues draußen und dann eben Mixed League, also zum Beispiel die Sauli, die Sau Maximo, der in Packs ist. Wir haben Saar, Otamendi, Schief und dann haben wir noch Rafa am Start. Und ihr seht, bei den einen oder anderen sind tatsächlich drei Playstyles Plus am Start. Auch das haben wir schon die Tage thematisiert. Aus den Womit Ligen sind dann Liga F zum Beispiel hier, die Barclays Liga vertreten, die deutsche Bundesliga und die Major League Soccer der Frauen mit UEFA zum Beispiel. Hier die am Start und eben aus dem FX Team of the Season. Modric, Bruno Fernandes, wir haben Doku am Start, Romero, dann haben wir Loftus Cheek, wir haben Kudus am Start, Bissek, Rafinha, wir haben Klaus, Schoberschlei ist am Start, Mikel Merino, Hinkapier, Robinson, Bayer und David Costa aus der Liga. Also, das auf jeden Fall stand jetzt schon mal die Karten, die in Pack sind. Nicht vergessen an dieser Stelle natürlich, dass wahrscheinlich noch Wochenende Mini-Release kommt, morgen oder übermorgen. Das bitte nicht an dieser Stelle vergessen. So, bevor wir gleich zu den Packs kommen, zu den Zielen, ich euch alles weitere zeige, starten wir immer erstmal in aller Ruhe mit den SBCs. Und da fangen wir einfach mal an, Freunde. Kai Havertz übrigens heute als SBC draußen, wenn er nicht schon im Thumbnail ist. Havertz, Freunde, ist als SBC mit drei Playstars Plus, aber
auch mit 10 Segmenten am Start. Kommen wir gleich zu, jetzt erstmal auf ganz entspannt die Erinnerung wieder von meiner Seite aus an euch, natürlich den Bronzespieler abzugeben, das bitte nicht vergessen, die SBC allgemein geht gar nicht mehr so lange, 5 Tage eben nur noch und an der Stelle bitte erinnern, den Bronzespieler abzugeben. Ja, und ihr seht schon, durch das ganze Laden, das ist das Einzige, was uns heute in dem XXL-Video ein bisschen stören kann, wenn wir ehrlich sind, und das sind die Server, dass natürlich jetzt alle quasi reingehen in EAFC und eben sich diesen Free Team of the Season Pack zumindest das schon mal öffnen, ja? Aber Kai Havertz ist da, Rio Ferdinand ist auch als SBC am Start. Nach wie vor die 83x10er, klar, 82x11er, nach wie vor auch am Start, der Player Pick auch. Neu, Live Team of the Season Tageschallenge, auch der wird ein seltenes Elektro-Profi-Pack, was von Tradle bekommen. Auch wieder Refresh, die 83 plus Team of the Week, Player Pick-Geschichte. Und vielleicht auch kurz zu erwähnen, ja, Freunde, die Tauschvorgänge haben sich heute direkt refreshed. Also die sind auch wieder für 48 Tage da. Ihr seht es hier, 85, 86, 87, 88 und 89er Duplikat-Tausch. Also da kann ich euch beruhigen, die sind natürlich nach wie vor da, hatten einige Angst, dass die eben sich nicht refreshen, sie sind wieder back. Ja, machen wir kurz hier einmal das, holen uns das Tradable Pack ab in dieser neuen TOTS Live Challenge. Und da muss ich sagen, sind die Bedingungen ein bisschen weird gewesen, denn keine Maximalbedingung ist hier vorhanden, nur Mindestbedingungen. Und insofern war ich jetzt heute hier primär mit der La Liga gegangen. Und ein 78er Grand Squad, 4 seltene müssen einfach abgeben. 78er Grand Squad kriegt er easy hin. Insofern nichts, aber auch wirklich gar nichts Schwieriges bei der Geschichte an sich dabei. Also zack, ist auch da der Haken schon mal hinter. So, der 83 plus Team of the Week Player Pick, der kommt ja immer am Freitag, da ist nichts Neues, ja, 83er und 82er Greater Squad mit 2 84er und einem 85er, und dann haben wir eben 2 Spieler SBCs. Rio Ferdinand einmal als Totti-Eigen am Start. Ja, und dieser Rio Ferdinand, Freunde, der kommt mit 20 saftigen Segmenten um die Ecke. Wir kennen sie alle, die Team of the Year Ferdinand-Karte, und sie ist nach wie vor sehr teuer. Roundabout so bei 2 Millionen auf dem Markt, stand jetzt eben noch. Wird wahrscheinlich durch diese SBC, dass sie jetzt released worden ist, weiter natürlich runtergehen auf 1,9, 1,8 etc. pp. Gucken wir gleich bei Footman natürlich nach. IV-Karte ist klar, 92 Reaktion ist klar, 93 Def, 90 Physis. Wir kennen die Karte in- und auswendig. So, die ist eben jetzt als SBC da, mit 2 Blazers Plus, die richtig gut sind, Antizipation, Blaster Plus und Grätsche, das ist halt richtig, richtig gut, ja, und deshalb eben auch so teuer. 20 Segmente, wohlgemerkt aber 60 Tage Zeit. Ja, Bronze, Silberscore ist klar, der 83er dann für den Loan und dann geht's los. 84er hier, 86er 1 und 2, 87er 2, 288er, 488er, dann haben wir noch 2 89er, dritter 89er und dann geht's mit den 90ern ebenfalls 3 genauso weiter. Ja, das klingt jetzt erstmal auf jeden Fall heftig, aber da kommen wir dann gleich zu. Wir müssen natürlich eins im Hinterkopf haben. Speziell jetzt eben fängt die Team of the Season Zeit an. Mit dem Team of the Season Live Event zum einen. Wir haben am Montag immer Upgrade Time, Freunde. Da kommt einiges dann auf uns zu. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch jetzt riesengroßes Futter, was wir in den nächsten Wochen, ja, und sozusagen Monaten eben ziehen werden. Denn das Team of the Season ist natürlich eine ewig lange Promo. Und da können wir natürlich dann, oder wir können uns darüber freuen, dass wir dann zumindest Big SBCs wie eine Rio Ferdinand SBC oder Karte eben am Start haben, wo wir unser Futter dann auch reinpacken können. Und das gleiche gilt für die andere heutige Spieler-SBC, Kai Havertz, der ja mit 3 Playstyles Plus direkt um die Ecke kommt. Ich hatte es eben schon erwähnt, einige Live-Team of the Seasons eben mit den 3 Playstyles Plus und das dann eben nochmal die Stufe höher. Das heißt, die Team of the Seasons auf jeden Fall dadurch an sich schon sozusagen extrem geboostet. Und er mit 10 Segmenten am Start für 2 Wochen zum Craften, zum Grinden. Ich sage das ganz bewusst, zum Craften, zum Grinden. Also nein, das ist keine SBC, die jetzt innerhalb der nächsten 22 Stunden machen solltet, speziell im Hintergedanken zu haben, okay, was kommt eigentlich jetzt noch die nächsten Wochen für weitere SBCs, die ich vielleicht machen will, ja, deshalb definitiv was zum Craften und das sagt schon der erste Segment, das erste, ja, die erste SBC in 85er mit dem Team of the Week, in 86er mit Team of the Week, der Nummer 2, 87er mit Team of the Week, 87er mit Team of the Week, 88er, 89er, noch ein 89er, noch ein dritter dazu, dann geht's los mit den 90ern. 2 Stück nochmal on top, das ist natürlich saftig, es klingt auch erstmal saftig, aber es ist natürlich auch teuer und ich kann euch eins sagen, wenn das schon so teuer ist, Freunde, dann heißt es nur eins, diese 3 Playstars Plus, das ist definitiv eine ganz andere Hausnummer
Und die EA weiß, wie OP diese Karte sein wird. Denn, und da kommen wir zum nächsten Punkt, Kai Havertz, der sieht auch nicht irgendwie aus. Nee, der sieht auch richtig, richtig, richtig gut aus. Erstmal zu den Spielstilen. Angeschnittener Schuss ist Playstyle Plus. Wir haben Schnittstellenpass, Playstyle Plus und Technik. Jetzt fragt ihr euch, 10 Spielstile, warum sind die so komisch aufgeteilt als ZM-Karte in Anführungsstrichen? Ja, hier sehen wir dann nochmal in weiteren Informationen, wie die Upgrades zustande kommen. Falls also euch fragt, wie funktioniert das, weitere Informationen abchecken. Und da, wie eben erzählt, eben mit den 2 Plus Upgrades. Also kann sich eben auf der 94 weiter upgraden und dann haben wir eben so eine geisteskranke Karte am Start. Mit 89 Physis, 91 Def, 92 Dribbling, 92 Passen, 83er Schuss und 94 Tempo. Und jetzt kommt's, Freunde, bei Spielerdetails. Er kann ZM, er kann Linksverteidiger, er kann ZOM und er kann Stürmer spielen. Also da sage ich nur eins und zwar gute Nacht, Marie. Das ist einfach eine geisteskranke Karte an Day One, wohlgemerkt, direkt schon mal rauskommt. Arsenal, Premier League, Deutschland heißt auch nur eins, mega einfach zu linken und ja, einfach ohne Worte. 4 Sterne, 5 Sterne kommen noch dazu, 1,90 Körpergröße, Freunde, das ist top, das ist einfach geisteskrank. Also den jetzt als ZM, ich sag jetzt mal Hüllet Gang, ja, aber es ist im Endeffekt eine Hüllet 2.0 Karte, den du auch im Endeffekt einfach als Stürmer spielen kannst. Ja, gib ihm den Schussboost und dann ist das die maximal Around-the-Tor-Offensivkarte. Als ZOM wahrscheinlich geisteskrank gut. Das kann ich mir gar nicht erst vorstellen, wie er dann ist. Aber sagt mir eins, was fehlt ihm? Ich sehe da nichts. Ich sehe da absolut gar nichts. Ja, also der kann wirklich alle diese 4 Positionen absolut mit Leben ausfüllen. Und das ist einfach ein absoluter Banger-SBC. Das ist einfach nur eine 10 von 10. Und wenn jetzt an Day One schon Kai Havertz kommt und Rio Ferdinand als eigene SBC, ja Freunde, da könnt ihr euch die nächsten Wochen definitiv warm ziehen. Das kann nur besser werden. Und insofern wird es definitiv eins, und zwar geisteskrank. Ja, absolut geisteskrank. Also seht, SBC-Content alleine schon unfassbar gut, was heute gekommen ist. Dann die ganzen Spieler jetzt in Packs für natürlich eine Woche. Gehen wir gleich explizit bei Footbin natürlich durch. Den nächsten Step machen wir natürlich jetzt bei den Zielen. So, Updates zu den Team of the Season Boni ist hier aktiv auch nochmal drin. Da erklärt er nochmal, wie das Ganze aussieht. Also Champions, neue Boni ab dem 19. April. Squad Battles, Division Rivals, die Boni Rewards haben wir die letzten Tage schon bequatscht, haben sich aktualisiert. Wir haben die Push-Nachricht schon bekommen und das aktualisiert sich eben dann eben zu den jeweiligen Zeiten. Sprich heute Squad Battles Rivals. Foot Champs sozusagen ja auch quasi eben erst losgegangen, ja, weil eben dann die Rewards eben jetzt dementsprechend auch passend sind. Können wir gleich vielleicht auch einen Abstecher zu machen, dann gucken wir uns das eben an. So, Team of the Season Live, seht ihr die diesjährigen SBCs an, das haben wir eben gemacht. Jetzt aber erstmal zu den Zielen. Und da muss ich eine Sache vorwegnehmen, und zwar über die FC Pro-Geschichte. Denn, Freunde der Sonne, es gab ja diesen Gruppen, ja, League Season 7 Geschichte. Und da war es tatsächlich so, dass ja heute noch das E-Serie A-Ding lief. Ja, da heißt es 19. April, könnt ihr euch das noch anschauen. Und ihr seht schon, ich habe auch die WoW virtuelle Bundesliga Grand Final ready to go, die eigentlich erst morgen und ab 21. April läuft. Aber ich habe heute Serie A-Ding zu Ende geguckt, um da eben auf die 100% zu kommen, weil mir haben da, glaube ich, noch 40% oder so gefehlt von gestern. Ja, und dann habe ich einfach laufen lassen und im Nachhinein hat sich einfach dann auch noch der Balken für die virtuelle Bundesliga aktualisiert. Wahrscheinlich von einigen, die jetzt gerade zuschauen, war das genau wahrscheinlich das gleiche der Fall. Das hatte aber zur Folge, dass ich natürlich jetzt auch schon diese beiden Packs mitnehmen konnte und natürlich auch anschließend direkt den Gruppenreward. Also das ist natürlich auf jeden Fall extrem nice. Das heißt, ich muss nicht morgen und übermorgen auch noch in die anderen Streams reinschauen. Da war aber wieder mal ein kleiner Final-A-Fail am Start, das vielleicht nur kurz nebenbei. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, connectet eure Accounts. Video dazu hier auf dem Hauptchannel, wie ihr Twitch und ihr Account verconnecten könnt. Und dann habt ihr hier das auf jeden Fall auch für morgen mit der virtuellen Bundesliga ready to go und den anschließenden Gruppen-Reward. Ja, und im Live-Segment, da haben wir jetzt einiges Neues. Lasst uns erstmal abholen, und zwar für 8 Abschlüsse das nächste 84x2er-Pack. Das war das Ding für den Bronzespieler. Aber neu am Start wieder Tots Tagesspiel, ja, und eben dazu in Kombination das Komplettpaketding und als Spieler haben wir McGinn am Start. Gehen wir das eine und das andere mal durch. Also klar, hier beliebiger Modus, 3 Games, bekommen wir ein 78x2er, 80x2er, 81x2er Pack und der Gruppenwort ein 80x5er Pack. Das Ganze dann 5-mal abschließen, eben hier, seht ihr hier, mit XP, nochmal, falls ihr die braucht, sogar 1000
pro XP. Also falls ihr verspät angefangen habt, eben die Season ready zu machen, bekommt ihr nochmal richtig saftig XP. Das zum einen. Geht, ihr seht es ja auch, 5 Tage, 13 Stunden. Das heißt wirklich dann nur bis zum Season-Ende. Deshalb die XP mit dabei. Aber, und das ist das Geisteskranke, TOTS-Garantie-Pack. Guck mal hier, der Gruppen-Reward. Nochmal ein TOTS-Garantie-Pack mit dabei. Und lasst uns einmal hier die Packs durchgehen. 83x2er, dann seltenes Elektro-Profi-Pack. Aha. Und 80x10er-Pack. Und wenn dieses TOTS-Garantie-Pack so ist wie die letzten Jahre, Freunde, dann ist in dem TOTS-Garantie-Pack genau das drin, so viele wie bis dato rausgekommen sind, wenn mich nicht alles täuscht. Wow, also je nachdem, wann man das öffnet, die Wahrscheinlichkeit können dann alle drin sein im Endeffekt. Bin ich mal gespannt, wie dann final die Beschreibung des Packs aussieht. Ja, und dann haben wir die Live-Team of the Season, also das ist kein Live-Team of the Season-Garantie-Pack, ne? Sondern TOTS-Garantie-Pack wohlgemerkt. Also, das ist natürlich dann anschließend für die nächste Promo sehr wahrscheinlich gedacht. So, Live-TOTS John McGinn kommt dann um die Ecke, wie wir ihn so schön nennen. Ja, und da haben wir eben Spiele 9 Partien in Squad Battles, Wild Profi, Rival Champs, so schnell dabei mit drei schottischen Profis. In deine Startelf kann man schön bei Squad Battles einfach einen Squad machen. Werden wir auch morgen machen, übrigens dann nochmal gerne die Erinnerung. Ich bin mal live von 12 Uhr mittags am Samstag bis 15:30 Uhr, kurz bevor die Bundesliga mit den Nachmittagspartien startet. Bin ich live bei Twitch, Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Falls ihr das Ganze auf Abruf mal schauen wollt, kann ich euch sehr wärmstens ans Herz legen, den Archie Gaming an Cut Channel. Der ist vor ungefähr einer Woche entstanden. Und da lade ich jetzt auch schon quasi noch aus den letzten 2 Monaten die ganzen Livestreams uncut hoch und auch eben jetzt anschließend über die Streams, die jetzt aktuell daily bei Twitch laufen. Also sprich dann auch natürlich wahrscheinlich ab Sonntag dann bekommt ihr dann auf dem Archie Gaming Uncut Channel auf Abruf auch den Stream, der dann morgen natürlich am Start ist. Also kommt gerne rum morgen ab 12 Uhr da zum Team of the Season Grind. Bei Twitch, Link dazu ist unten in der Beschreibung. Sonst gerne ein Abo dalassen auf dem brandneuen Channel Archie Gaming Uncut. Ja, könnt ihr unten in der Videobeschreibung einmal abchecken. So, das aber jetzt für ein 80x2er-Pack für McGinn. Mittelfeldmaestro, dann verbuche in 6 separaten Squad-Battles-Partien im Rival-Channel Mittelfeld-Profi. Tor sowie eine Vorlage. Ja, okay, mit dem Mittelfeld-Profi, alright. Siegesmentalität, gewinne 7 Partien und stelle dabei mindestens 5 Premier League-Profis in die Starthelf und lasse in 5 separaten Partien Squad-Battles, Rival-Champs ein Gegentor pro Spiel zu. Also, ich sag mal so, das ist mal wieder eigentlich, ja, ganz krass gesagt, 90er-Grade Karte immerhin. Ja, Freunde, das ist eine For-Free-Karte, aber mich irritiert jetzt eine Sache. Können wir uns die schon mal angucken? Okay, ja, doch, Playstyle Plus. Wurden gerade nicht angezeigt. Okay. Entscheidender Pass ist Playstyle Plus und Antizipation Playstyle. Na, nicht schlecht, ganz ehrlich. Hat sogar er mit dabei. Okay, aber er hat ZM-ZDM-Karte. 4 Sterne hoch, Arbeitsraten passen. Auch eine Allrounder-Geschichte. Und wenn die TOTS Live-Karten jetzt schon so aussehen, wie gesagt, er kann sich ja 91, 92 noch upgraden. Eventuell, möglicherweise. Da will ich gar nicht wissen, wie die finalen Team of the Season-Karten aussehen. Ich glaube. Das wird nochmal heavier. Aber der für 7 Tage zu machen, haben wir also mehr als genug Zeit, auch da natürlich den Ready-to-Go zu machen. Das auf jeden Fall neu in den Zielen, diese 3 neuen Sachen, haben wir das auch abgehakt. Ja, der nächste Step, Freude, ich würde sagen, wir gehen hin und zwar zu den Evolutions. Und als Evolution haben wir genauer gesagt 2 neue am Start. Da werden wir vielleicht separat morgen ein weiteres Video machen, falls ihr Bock darauf habt. Dann gehen wir dann on Detail nochmal alles durch. Das ist zum einen defensive Mittelfeldverbindung und die offensive Mittelfeld-Profi-Evolution-Geschichte. Ja. Gehen wir das eine mal durch. Die defensive Geschichte heißt, baue dein Mittelfeld eben neu auf und verbessere einen ZDM-Profi mit einem schwachen Fußboost und entscheidender Pass Playstyle Plus. Als Beispiel hier Zakaria noch ausgeglichener zu machen. Und das Einzige, was ich jetzt schon direkt mal kritisiere, ist die Tatsache, dass wir keine TOTS-Evo-Design quasi am Start haben, weil das finde ich natürlich jetzt passend. Ich hoffe, das kommt dann spätestens nächste Woche zum offiziellen Team of the Season-Start. Gesamtrating maximal 87, darfst du haben, maximal 88 Tempo, maximal 88 Dribbling, 7 Spielstile maximal und einen Playstyle Plus maximal ein. ZDM muss die Position sein, Zakaria als Beispiel. Sympathische Upgrades für die Free Evo, wir dürfen das nicht vergessen, Freischaltung in 20 Tagen und zu machen in 27. Und gehen wir mal als Beispiel jetzt hier auf der Road to Glory durch. Palacios als Inform hätte ich jetzt Witzel, Zakaria, Benacer unter meiner Facecam, Ruben Neves ist dabei. Dann haben wir Fernandes, auch eine gute Option, eventuell, je nachdem, was man für links will. Die andere Palacios-Karte zählt auch natürlich mit rein. Ja, und dann sind die typischen üblichen Verdächtigen, sind einige Kandidaten tatsächlich dann mit dabei.
interessant auf jeden Fall, wie man da nehmen kann, wenn man denn möchte, wohl gemerkt. Ja, sehr interessante Evolution, wie gesagt, for free und offensiver Mittelfeldprofi. Fekir als Beispiel, 4 Upgrade overall. Gesamtrating maximal 87, auch hier maximal 91 Dribbling, interessant. Maximal 8 Spielziele, maximal 1 Playstyle Plus und ZOM die Position. Hier das gleiche, 20 Tage und 27 Tage Zeit. Und da heißt es, baue dein Mittelfeld neu auf und verbessere einen ZOM-Profi mit einem Spezialbewegungsboost und Raserei Plus. Gehen wir auch da kurz mal die Beispiele durch, die mir direkt vorgeschlagen werden. Wieder Palacios, stimmt, hat die mehrere Positionen. Reyna Kudus, interessant. Er ja auch beim Team of the Season Live-Event mit dabei. Rui Costa Pires als Icon. Ah, interesting. Und dann die üblichen Verdächtigungen. Ich frage gerade, ist Kudus eigentlich jetzt schon oder kommt er erst im Mini-Release raus? Weil ich glaube, ich habe den eben nicht. Doch, ist er schon am Start. Kudus 92er-Version ist schon am Start. Ja, Bellingham in Form zum Beispiel wäre eine Option. Also, ja, ihr seht, es lädt wieder ewig. Gehen wir vielleicht morgen in einem separaten Video durch. Das auf jeden Fall zu den Evolutions. Gibt einige Optionen. Und wie gesagt, wir dürfen eins nicht vergessen. Es sind alles, beides free Evolutions. Also, not bad. Ja, Freunde, die Champs Finals verfügbar. Natürlich dann um 21 Uhr deutsche Zeit. Und wir können jetzt hier gucken. Die Live-Tots sind eben jetzt hier drinne. Das war eben der, ja, oder das, was EA geplant hat für 45 Punkte, bekommen wir dann schon direkt einen. Davor eben in Anführungsstrichen nur Packs. Ja, Champs Tots maximal 90 garantiert. Pack unter anderem hier dabei bei den unteren Rängen. Und dann haben wir hier 2 Live Tots Player Picks, weitere Packs am Start. Und nach oben hin natürlich dann in Anführungsstrichen besser. Hier nach wie vor nur 2. Und dann hier auch 2. Wie sieht's hier aus? Oha, okay, wait. Nur 3 in einem. Das finde ich aber ein bisschen, hätte ich jetzt gedacht, das ist ein bisschen anders systemiert. Oh, das Live-Tots 3 Profi-Pack. Also, Freunde, jetzt mal ohne Witz. Rang 1. Aber lasst mich mal wissen, was ihr dazu denkt. Aber lohnt es sich da überhaupt noch zu grinden? Lohnt es sich da überhaupt noch? Also, da reicht mir ja fast schon 8 oder 11. 8 oder 11 Siege, würde ich fast einfach sagen, ist vielleicht sogar das Beste je nach Rewards, oder? Das ist schon heavy. Überrascht mich. So, Freunde. Und dann würde ich sagen, machen wir doch genau damit weiter jetzt mit den Packs. Also, Team of the Season Live ist da. Auch geile Pack-Designs auf jeden Fall. Seht ihr im Laufe der Shop-Spezial. Ja, machen wir auf jeden Fall. Und die Frage ist eben jetzt im Raum, funktioniert der Shop? Shop wird aktualisiert. Hoffentlich kommen wir da auf jeden Fall rein zu den Packs. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viel Tots können wir ziehen? Und vor allen Dingen, ich habe die Transfers so gut wie möglich leer gemacht, extra für heute. Starten wir erstmal in ganzer Ruhe, aber ihr seht, es lädt ewig, mit den kleinen, aber feinen Packs. Aber selbst die können ja geisteskrank werden. Wir starten rein mit einer Frau. Und alright, mit Hedge. Oh, Friends. Ich hab ein bisschen Angst vor den Servern jetzt. Nicht, dass wir rausgeknallt werden noch. Aber nehmen wir mal alles mit. Oder im Worst Case werden vielleicht die Tots gar nicht angezeigt. Auch das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Aber, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Und wir haben ja, wie gesagt, zumindest das garantierte Team of the Season Pack, was wir auf jeden Fall hier, ja, uns alle quasi sicher haben. Ne? Und deshalb gucken wir da mal rein, was EA uns doch da jetzt Schönes gönnt. Also, Freunde, machen wir ab. Jetzt hier 83 plus garantierte D-Pack, 24 Items, 7 seltene. Oh mein Gott. Let's go. Es wird Portugal. Linksverteidiger kommt, Cancelo. Jawoll. Abfahrt, Freunde. So kann es doch weitergehen. Ciao, Cancelo. 86er Rating. Und das ist so schön, dass wir jetzt direkt die Tausch-SBCs haben, falls er Duplikat sein sollte, untradable. Aber das ist doch schon mal richtig gut. In Pack Nummer 2 schon mal den ersten Walkout zu haben, gibt Schlimmeres. Und er ist sogar tradable, kann also erstmal auf die Transferliste. Ich bin gespannt, wie viele Tots Live-Karten wir jetzt schon mal an Day 1 ziehen können. Aber ich sag jetzt mal, also ich sag mal, einen außerhalb des garantierten Packs wäre schon mal in Ordnung. Also 2 insgesamt würde ich nicht meckern.
Das würde ich jetzt mal als Mindestbedingung für die ersten Packs haben. Und die Frage, die natürlich jetzt auch raus an euch geht, wie geht ihr jetzt generell mit den Packs um? Weil ich glaube, das ist natürlich jetzt eine richtig krasse Frage. Der eine sagt vielleicht, oh, ich öffne jetzt einfach alle Packs, Tots Live ist da. Tots ist in dem Sinne schon angefangen. Und andere sagen, nee, Tots Live ist vielleicht jetzt sozusagen nur so ein Scam-Ding von EA. Und ich öffne erst so richtig Team of the Season oder Premier League Team of the Season. Also ich glaube, da gibt es zwei oder beide Optionen, entweder das eine oder das andere zu machen. Jeder hat dann, denke ich, seine eigenen Beweggründe. Aber ja, ich habe auch schon viel darüber nachgedacht. Was will EA jetzt mit dem Team of the Season Live bezwecken? Will EA bezwecken, dass wir jetzt quasi vor dem, in Anführungsstrichen, richtigen Team of the Season eben schon unsere Packs verpulvern im Endeffekt? Und dann vielleicht zum richtigen Team of the Season nichts haben. Mein Gedanke dazu ist, so auch wie die letzten Wochen gelaufen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass EA dann, sag ich mal, fortlaufend mit der nächsten Woche und während des Team of the Seasons allgemein nicht auch weiter in Anführungsstrichen Free Packs raushaut. Ja, ja, jetzt haben wir schon Probleme treten auf. Mal gucken, ob das nächste Pack aufgeht. Gehen wir mal einen Step weiter. Ein 8 Doppelpack. Ah, es ist geisteskrank, Freunde. Und das wird auch die nächste Woche am Freitag irgendwie selbe Video immer sein. Ihr wisst Bescheid, was zum Team of the Season los ist. Oh, nee. Oh, ja, nehmen wir doch mit. Aus dem 2-1-8 Plus-Pack, glaube ich, war es da jetzt. Dybala nehmen wir mit. Aber ich kann mir vorstellen, dass EA nach wie vor weitere, in Anführungsstrichen, Free Packs, also durch Objectives oder sagen wir easy zu craftende Packs, ob es durch SBCs ist, also SBC-Crafting im Allgemeinen oder durch andere SBCs. Ich kann es mir einfach nur vorstellen, dass es so weitergeht mit Packs. Insofern, glaube ich, müssen wir uns so schlecht in Anführungsstrichen nicht fühlen. Wenn wir unsere Packs dann jetzt öffnen. Ich glaube, ich werde heute auch nicht alle Packs öffnen, aber zumindest schon mal weitgehend das meiste, sagen wir so. Und dann einfach mal gucken. Also FX Tots ist dabei. Da wissen wir ja jetzt auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass sie es hier sortiert haben in dem Post. Die Frauen sind dabei. Die können ja nicht aus den garantierten Ligenpacks hier zum Beispiel dann eben nicht drin sein. Ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, würde sie ja jetzt jede Woche eben dann passend zu den Promos vorbereiten. Ich meine, wir kennen es auch aus den letzten Jahren. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Ist das jetzt Kobel gewesen? Oder war das jetzt Türkei oder Schweiz? Es war Türkei. Ich habe gerade die Schweizer Flagge gesehen. Hat schon die Hoffnung, dass wir jetzt Kobel haben. Aus so einem kleinen weiteren Packen-Walkout sagen wir auch nicht nein zu. So, und Shop wird wieder aktualisiert. Also ich alleine aufgrund der Tatsache, dass es so ewig dauert hier im Shop, frage ich mich, wie lange wir unser Pack-Opening machen wollen. Aber ihr seht natürlich, dass wir hier richtig gute Rating-Packs haben, ne? Und das meine ich halt ernst, ja. Das war ich halt also richtig, richtig gut. Und machen wir mit dem 83-Spazierer weiter, Freunde. Da haben wir die SBCs auch noch draußen. Let's go. Abfahrt. 83-Spazierer Nummer 1. Come on, EA. Mach den Gönnermodus an. Lasst uns direkt schon mal die Blauen regnen. Es wird zum Start. Argentina again. Mensch, ist das jetzt innerhalb von kürzester Zeit Dybala. Oh, Doppel-Walkout. Komm, 90er. Ah, Silver, immerhin. 88er Rating Bernardo Silva und wird da nicht angezeigt Team of the Season Fragezeichen? Team of the Season Live? In dem Fall nein. 7 Duplikate ist auch mal sehr interessant. Aber ich glaube, die sind alle tradable. Ja gut, bis auf er natürlich jetzt, da bin ich kurz in der SBC. So Freunde, Dybala ist abgegeben und wir machen weiter mal hier den 80 Plus Packs. Das ist glaube ich noch von den heutigen Tageszielen, beziehungsweise nicht Tagesspiel, Tagesspiele SBC, die drei Spiele, die wir gemacht haben. Und Schick kommt um die Ecke. Er auch generell nicht im Team of the Season Voting, wahrscheinlich durch seine lange Verletzung. Und ja, sieht ganz okay aus, das Pack. Aber Freunde, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es triggert mich schon hart, dass es einfach so ewig unten lädt. Ich hoffe, morgen zumindest spätestens im Livestream, morgen Mittag, ist das mit den Servern wieder in Ordnung. Aber oh, es ist halt echt geisteskrank. Ich hoffe, dass wir zumindest irgendwie an unser Team of the Season Garantie-Pack zumindest kommen. Ihr seht, über 80 Packs haben wir noch im Store am Start jetzt. Und dann muss zumindest das ein oder andere Pack erstmal langsam geöffnet werden.
Weil mindestens 30 werden uns ja hier leider nur angezeigt. Oder maximal 30, müssen wir in die Richtung ja sagen. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Aber ihr seht's. Roll, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Habe ich den nicht gerade eben discarded? Shop wird aktualisiert. Es dauert eine Ewigkeit, Freunde. Ich dachte, wir können hier schön unsere Packs öffnen. Here we go. Pack nach Pack. Aber es war nur die Hoffnung. Es war die Hoffnung. Spain, Rechtsverteidiger, auch Skip. Mit Real Madrid und mit Kamada. Tradable, zack. Auf die Transferliste. Aber ich denke, mach einfach so lange weiter, bis die Transferliste voll ist oder so in die Richtung. Oder bis wir den ein oder anderen Team auch des Season Live-Spieler dann ziehen konnten. Und machen dann Step für Step weiter. Ich meine, hinten durch, wenn wir jetzt mal anschauen. 538 plus Stürmer-Pack. Wir können mal gerade hier reinschauen. Bei den allgemeinen Limits, da haben wir dann wieder diese teuren Packs. Probo-Packs, kein 10-Münzen-Pack mehr. Da haben wir jetzt dann diese Pack-Designs mehr oder weniger. Und ich weiß gar nicht, das andere TOTS-Pack-Design anscheinend noch nicht vorhanden. Packs für dich, klassische Packs, können wir das Preview-Pack mal eben mitnehmen. Mal gucken, ob da schon einer drin ist. Nope, keiner. Immer eine 83er Graded Karte. Sieht man auch selten aus so einem Fuscher-Pack, wenn wir ehrlich sind, leider. Und ja, die Frage ist, öffne ich die ligenbasierten Packs? Weil wir können die nächsten Tage ja weitermachen. Ich bin ja daily für euch am Start im Content. Da machen wir definitiv daily mal das ein oder andere Pack auf. Das ist offensichtlich. Aber warum läuft denn die Roma uns heute so hinterher? Was ist denn da los? Jetzt wird's Morning. Haben wir eine Roma Team of the Season Live Karte? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Aber irgendwas ist doch hier los. Irgendwas will uns hier doch hier sagen, oder? Auch eben schon Premier League, Portugal, es wird Silva, es könnte kein Bruno Fernandes, der auch quasi die 88er Basekarte hat. Mal schauen. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch viel zu gehen, Freunde. Ihr wisst, XXL Freitag immer, XXL Video, XXL Pack Opening. Und deshalb gehen wir da das Ganze natürlich durch. Und wie immer, alles transparent, Freunde. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie ja, aus 80 Packs euch nur die besten 5 zeigen. Und dann denkt ihr, keine Ahnung, ich habe aus 5 Packs nur geisteskrank Gutes gezogen. Transparent, wie immer, alles zu sehen, was meine Packs angeht. So, Loftus Cheek ist mit dabei. Der wäre auch Serie A, würden wir natürlich auch gerne mitnehmen. Aber ihr seht, die ein oder anderen guten Ratings-Packs sind ja noch da. Machen wir weiter mit dem 83-Spazierer, mit dem nächsten, mit Pack Nummer 2. Und es wird Deutschland. ZDM, komm, Kimmich diesmal. Ja, Doppel? Kein Doppel-Walkout. Kimmich, 88er, als Besten aus so einem Pack. Team of the Week vielleicht. Wir schauen rein. Stimmt, das Best-of ist ja jetzt auch raus. Das ist dann schon so ein bisschen tricky. Und sonst das Basic 83er und 84er Futter, wenn wir ehrlich sind. Alles natürlich tradable. Also wirklich untradable-mäßig ist mein Verein so gut wie leer von den ganzen Ratings. Da habe ich extra heute drauf geachtet, dass wir das so gut wie möglich wegknallen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wollen wir die 83x10er jetzt erstmal alle öffnen? 84x20er Pack auch am Start. Also hier die Ligen-Packs, 78x4er. Oh, Freunde, komm. 78x4er. Ich hab's im Gefühl. Was hast du für uns bereit? Ja, da ist der blaue Flair. Es wird Deutschland. Rechter Flügel. Wait, what? Ah, es ist Bayer. Oder? Er ist Stürmer. Es ist Albert. Oh my good lord. Wait. Oh mein Gott, Hincapier. Let's go. Wow, Freunde, da nehme ich Alba gerne für mit. Es ist Doppel-Walkout, Team of the Season aus dem 87x4er. Hallo? Hallo? Hincapié leider nur 2 Playstyles plus, aber das war einer der Karten, die ich auf jeden Fall haben wollte, Bundesliga-basiert. Schon mal sympathisch, sehr, sehr geil. Boah, Freunde, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hincapié, wie siehst du bitte aus? 90? Wenn ihr jetzt die richtige... Ja, ich sehe es ja gerade schon. Ach du Jemine.
Hör mir auf, Freunde. Das ist ja die Karte. Warum habe ich die gewollt? Ist ja offensichtlich. Leverkusen, Freunde, hat noch nicht verloren. Ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten 4 Partien auf jeden Fall mindestens 2 Siege holen. Bin ich mir schon mal sicher. Und dann eben der Verein des Profis erzielt in den nächsten 4 Ligapartien 8 Tore. Ich hoffe es, dass das auf jeden Fall klappt und dann eine 92er Graded Karte wird. Und dann Abfang Playstar Plus und Grätsche Playstar Plus. 4 Stück insgesamt. Ach, Freunde. Ich bin jetzt schon, ich habe jetzt schon alles, was ich wollte. Dann haben wir hier Alba am Start. Gut, das wird, also ich weiß nicht, wie sie Playstyle-mäßig jetzt aufgestellt ist. Angeschnittener Schuss und Weiterpass Playstyle Plus. Wollis ist halt gar nichts. Also für, ich sag mal, für eine Frau sieht die sogar auch ganz okay aus. ZM-Karte ist inne. Ach, deshalb okay. 5 Sterne, 4 Sterne sogar. Ey, aber Hinka, hier ist doch schon mal 10 von 10. Ich guck mal gerade in den Twitch-Chat. Das ist doch schon mal GG, oder? Das ist doch schon mal auf jeden Fall ein GG zu sehen. Oh mein Gott. Let's go, Freunde. Wir haben das garantierte Totspack, stimmt. Haben wir immer noch nicht geöffnet. Das stimmt. Wow. Okay, also ich bin jetzt schon... Wir haben noch nicht viele Packs geöffnet. Ich bin jetzt schon happy, Freunde, um ehrlich zu sein. Wow. Okay. Alles klar. Wir haben die garantierten noch gar nicht angegriffen, die garantierten League Packs. Und jetzt lass uns mal gucken, was hier danach angezeigt wird. Der 85x7er Pack. Oh my good lord. Freunde. Was wollen wir denn jetzt hier als nächstes? Öffnet, komm. 86x3er. Garantierte Walkouts. Es wird der nächste blaue. Oh, Salah erstmal. Salah to start with. Mit wem? Bitte, wenn das jetzt Salah. Oh, bitte. Haben wir noch nicht. Weaver. Ah, die Hoffnung war da, dass es ein 90-plus-Team of the Season wird bei den FX-Tots oder generell bei den Männern. Ho, weil ich guck mal gerade, die anderen Tots sind, ja doch, 91er ist Sam Maxima, Saha Otamendi wäre auch 89er. Und, hello, also Salah, dann die nächste Frau, jetzt haben wir schon 2 Frauen. Mit Alba und Weaver fehlt so Talon, Laia und Santos. Und komm, EA, lass uns gerne rein wieder in den Shop. Lass uns die dem Verein hinzufügen. Ja, aber das ist genau der Punkt, was ich eben auch mit den SBCs meinte für Rating. So eine Alba zum Beispiel, 88er Rating direkt oder 89er Weaver, Freunde. Die werdet ihr in Häufe ziehen. Auch generell zur Team of the Season Zeit. Das ist ja so ein Mindestrating mehr oder weniger. Und dann werden die ganzen High-Rated SBCs easy. Ja, das sieht jetzt erstmal teuer aus. Aber ihr wisst alle, wie es zur Team of the Season Zeit auch in den letzten 4 Teilen lief. Da war eine SBC, die teuer aussah, aber mit Tots-Karten, die man ja dann durch Player-Picks immer und immer wieder ranholt, ja. Es ist schneller gemacht als so eine SBC. Was jetzt erstmal viel aussieht, zum Beispiel Havertz mit den 10 Segmenten, da kann ich euch zumindest ein bisschen die Angst nehmen. Glaube ich, hoffe ich zumindest, in diese Richtung. Und das Schöne ist, diese 86x3er-Picks, wenn mich nicht alles täuscht, die kriegen wir jetzt sowieso ja jetzt regelmäßig, weil... wie die ja quasi durch die Division Rival Rewards bekommen. Das ist ja das Schöne. Hier ist der nächste Kimmich. Diesmal der Doppel-Walkout. Und der wird definitiv jetzt mal in der Tausch-SBC verschwinden. Oh, ich bin jetzt schon happy, Freunde. Ich bin jetzt schon happy. Wahnsinn. 89er Dia ist natürlich sehr big. Sehr, sehr big. Und Kimmich. So, Freunde, machen wir weiter mit dem 83x10er Pack. Und wieder kein blauer Flair. Es wird Spain. Es wird ZDM. Oh je. Yeah. Oh. Da können wir direkt mal skippen. Hoffentlich, dass der Shop noch mitspielt. Wie gesagt, das eine oder andere Pack werden wir noch öffnen. Und wie jetzt hier zu sehen, erstmal kein wirkliches Win-Pack. Das Interessante ist auch, falls ihr nicht mitbekommen habt, eben natürlich die Team of the Week Player Pick. SBC, die ist natürlich jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Wochen am Start, also längere Zeit, nicht nur eine Woche verfügbar, falls ihr das nicht gesehen habt. Team of the Week ist natürlich jetzt nicht mehr in Packs, falls ihr euch fragt, wo die sind. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Nächstes 83x10er Pack, wir werden die anderen 3 natürlich noch ready machen, dann fürs generelle Team of the Season. Aber ich muss sagen, ich weiß, wie eure Meinung zu den 83x10er Packs ist. In letzter Zeit haben die nicht mehr so gut gegönnt, oder? Also ich weiß nicht, wie euer Feeling diesbezüglich ist, aber wenn ihr mich jetzt so direkt fragt, ich muss sagen, die haben mich eigentlich in letzter Zeit sehr im Stich gelassen, die 83x10er Packs.
Und da ist die Frage nach der Menge, wie viel man eigentlich noch so ready machen will, ist das schon im Raum, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. So, die garantierten Ligen-Packs, denke ich, die machen wir wirklich auf, dann wenn das basierte Ligen-Team of the Season draußen ist, wobei es eben jetzt schon auch schon in den Händen kitzelt, in den Fingern, dass eben, ja, dass man das öffnen möchte. Es ist schon sehr tricky. Lass uns mal hier so ein 27-Probe-Pack öffnen, denn, und das werden wir gleich bei Footbin auch noch sehen, der eine oder andere ist ja dann auch interessant in Bezug auf seine Base-Karte, aber dazu gleich dann nochmal mehr, wenn wir uns die Upgrades anschauen. Und da könnte natürlich dann auch das ein oder andere drin sein. Aber das ist natürlich an sich auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Win, dass wir die Tausch-SBCs jetzt wieder zurück haben. Wie ihr seht, es macht jetzt nicht wirklich Sinn, dass wir uns jetzt noch eine halbe Stunde weiter hinsetzen. Vor allen Dingen, wir recraften und recraften und recraften ja weitere Packs. Und ja, ihr seht es gerade selber hier. Ihr guckt euch das an. Wie ewig lange es hier einfach lädt und lädt und lädt und nochmal lädt. Also das ist schon wirklich sehr unbefriedigend, um das mal so zu sagen. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir gleich an unser garantiertes Team of the Season Pack gehen können. Sonst müssen wir es gleich über die Web-App öffnen. Machen wir einfach so das Ding. Aber es wird sehr wahrscheinlich bei den ganzen Tausch-SBCs, die ich gemacht habe, die dann noch hinten dran sind, eben leider ja auch hier vorne nicht angezeigt. Das ist dann schon schade. Das ist dann schon sehr schade tatsächlich. Also lasst uns hier nochmal ein... Ja, machen wir mal ein 85x2er-Pack auf. Und es wird Ossiman schon mal to start with. Und dann machen wir die ein oder anderen Tausch-SBC-Packs noch auf. In der Hoffnung, dass sie dann anschließend angezeigt werden. Aber ihr seht's. Es ist gefühlt immer das gleiche, Friends. Ah, komm, wir öffnen, glaube ich, gleich unser garantiertes Totsbank über die Web-App. So traurig das ist. Und das ist eigentlich auch das, ja, was wir an der Stelle dann definitiv auch noch sagen müssen. Das ist das Traurige. Das ist das Traurige dann zum generellen Team of the Season. Dass aus welchen Gründen auch immer, das würde ich gerne mal eine Erklärung von EA haben, aus welchen Gründen auch immer, es werden nur 30 Packs an der Konsole angezeigt. Ja, der Rest ist wie verschwunden, so nach dem Motto. Und warum können wir dann diese nicht einfach an der Konsole öffnen? Ich kann ja nicht, soll ich mal diese 85er Grade Karte hier zurückziehen, Freunde? Ey, das ist Wahnsinn. Ich muss die tatsächlich ziehen. Es ist absolut unterirdisch schlecht. Und ja, wieso werden mir jetzt einfach nicht alle 80 Packs, die ich am Start habe, einfach angezeigt und ich kann sie ja ganz entspannt über die Konsole öffnen und sagen, ich will jetzt nur das garantierte Totsback öffnen. Nein, man muss in die Web-App gehen und auf der Web-App geht es, an der Konsole nicht. Das ist wirklich sehr, sehr weird und bright. Wie sieht es bei dir aus? Bist du jetzt trade? Aha, bist tradable, nicht untradable. Dann zack, mit dir auf die Transferliste. Items werden aktualisiert und wieder ein Problem aufgetreten. Also, Freunde, da könnt ihr mir jetzt auch erzählen, was ihr wollt. Das ist dann halt einfach auch kein Spaß mehr und macht einfach auch keinen Spaß. Ja, das ist dann einfach sehr unbefriedigend. Machen wir als Erste das 85x7er Pack auf. Komm, ey, mach den Gönner-Modus an. Yo, es ist der nächste blaue. Diesmal Frankreich, Mittelstürmer. Oh, Kanté mit, Kanté sagt schon, Benzema natürlich. Okay. Mit, wo ist es? 90er Benzema, da muss einer hinter sein. Ja, wait. Es ist Schoboschlei. Let's go, oh mein Gott. Oh mein Gott, Lord, willst du mich verarschen? Freunde, 3 Playstyles Plus haben wir schon mal am Start. Abfahrt, live Team of the Season. Mit ihm habe ich jetzt am wenigsten gerechnet, um ehrlich zu sein. Wow, okay, gucken wir mal rein, wie die Karte aussieht, wenn uns die Alien lässt. Keine weitere Karte mit dabei. Auf dem Markt. Interessante Price Range. Und dann gucken wir mal drauf. Es lädt ewig, Freunde. Forster, Hochmittelarbeitsraten. Ja, und dann sind halt die ganzen Evos und so weiter und so fort einfach direkt außen vor. Gut, ob er sich jetzt weiter upgradet, muss ich sagen, stelle ich jetzt mal in Frage. Da müssten wir uns mal den Matchplan angucken. Ruhender Ball ist Playstyle Plus. Trivella und Technik ist Playstyle Plus. Also, dass sie gut aussieht, ich glaube, das sehen wir alle. Ja, aber gut, haben wir ihn auf jeden Fall auch als nächstes am Start. Und statt jetzt sieht es so aus, als wären sie auf jeden Fall einfach zu ziehen, um das mal so zu kommunizieren, Freunde.
Ja, Freunde, also die Rating Packs sehen schon mal sehr interessant, sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, durch die ganzen Rewards, die man halt hier und da dann holt, werden wir auch für die nächsten Tots dann sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass natürlich auch weitere Top-SBCs kommen werden. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen triggert, ist die Tatsache, dass es so ewig dauert, diese Spieler da rauszuholen. Ich glaube, wir werden jetzt auch nicht diese 30 weiteren Tausch-SBC-Packs öffnen, deshalb gehen wir wahrscheinlich gleich für das garantierte Tots-Pack bei mir in die Web-App, damit wir es ranholen, dann können wir auch mal gucken, es ist schon wieder Freunde, wir machen das gleich, denke ich mal, zu Ende. Lasst uns kurz rübergehen und auf die offizielle EA-Seite. Und damit nehme ich euch erstmal mit, und zwar jetzt zur offiziellen EA-Seite, bevor wir gleich mein garantiertes Pack noch aufmachen zum Team of the Season. Tots ist hier auf EA.com. Da schreiben sie Tots Rewards Changes as is customary. Team of the Season refreshes rewards across all of Football Ultimate Teams core modes. Below we will detail what's new across Champions, Squad Battles und Rivals. Also Champions, 19. April. To make sure you're earning the latest Team of the Season rewards available in packs, das haben wir schon besprochen, we will delay the start of the Team of the Season 8 p.m., also 9 Uhr deutsche Zeit, abends, bis dann eben extend the event by 24 Hours, also 24 Stunden Finishing, 9 Uhr morgens, und das ist dann für uns dann der Mittwochmorgen. Also bis Mittwochmorgen können wir dann Champs zocken. Ja, und dann haben wir eben Tots Reds Reward Packs will include Player Items, Select Release Leaks, ja, so weiter und so fort. Und hier haben wir, aha, schon mal eine Übersicht in Bezug auf die Daten. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das heißt, wir haben jetzt eben den 19. Alright, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den 25. 3.5. Premier League. Danach die Bundesliga, / Frauenbundesliga. Also das ist immer quasi parallel released. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann haben wir dazu schon mal einen Timer in diese Richtung. Aber das ist dann immer, wenn ich es jetzt richtig sehe, zumindest der 25. Ich weiß nicht, ob da ein Fehler ist. Weil sonst ist es immer der Freitag. Oder kommt am Donnerstag schon das Premier League Ding raus? Das ist das Einzige, was mich jetzt irritiert mit dem 25. der Premier League. Da müsste ja eigentlich sonst 26. da stehen, um dann nächste Woche Freitag zu sein. Gut, das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen tatsächlich, weil sonst alles 7-Tage-Rhythmus hat. Aber gut, lassen wir es erstmal nebenbei stehen. Fakt ist, Premier League, Bundesliga, dann La Liga, dann Ligue 1, dann Serie A und dann das ultimative Team of the Season der Männer und der Frauen. Also insgesamt auf 7 Wochen dann aufgeteilt, eben dann mit dem Start vom Champs-Start und Rewards available ab dem und dem Zeitpunkt dann eben zeitgleich. Squad Battles haben wir dann auch am Start, sind dann die Upgrades hier auch nochmal aufgelistet, die Reihenfolge, obvious, und hier haben wir, Moment mal, hier. Okay, hier passt es datumsmäßig auf jeden Fall alles, das ist sehr interessant. 21, 27, 5, 12, 9. Okay, das ist der Sonntag dann. Scorpion Rewards und Rival Rewards. Da haben wir dann Division 3 ist ein Tots Red Garantie. Division 2 Tots Red Pick 1 von 3. Division 1 ist Tots Red Pick 1 von 4. Und Elite ist Tots Red Pick 1 von 5. Und Division 4 ist maximal 90 Tots Red Garantie. Natürlich nach unten hin wahrscheinlich dann ebenfalls auch. Ja, und starting with eben Season 6, also aktuell ist ja noch Season 5 eben am Laufen und am 25. April, wahrscheinlich deshalb im neuen, vielleicht am Donnerstag, ich hätte nichts dagegen, wenn es Donnerstag mit Premier League Team of the Season und dem Season Start der Nummer 6 losgeht mit dem nächsten Team of the Season, das wäre mal gar nicht so schlecht. Also ich fände es auf jeden Fall in Ordnung. Team of the Season dann, obwohl, ich denke gerade, Champs Start, also schon weird auf jeden Fall, egal. Rivals, lassen wir das links liegen. Team of the Season, haben wir dann nochmal eine aktuelle Nachricht. Introduces new measures of authenticity. Squad selections have been contused. Und so weiter und so fort. Seasons throughout global football, Tots verified, Tots live haben wir dann nochmal. Haben wir schon besprochen, wie es aussieht. Tots Item Design ist dann hier mit dabei. Wie sich das upgradet, auch klar. Tots Plus, dann jetzt hier auch offiziell bestätigt mit dem roten und blauen Starting. Und zwar am 26. April, da haben wir jetzt wieder den 26. Select Items will have Tots Plus Chemistry. Okay, also
These will exist across a selection of Roman Leagues und Mixed League TOTS Items throughout the campaign. Ah, okay. Das heißt, da haben wir dann den Vorteil, die besser linken zu können. The players processing TOTS plus Kerosene will have improved links with their leagues to help you integrate them into your squad easily. The chemistry profile for these players will be as follows. TOTS plus Kerosene profile. One Club Link, 5 League Links, okay, oh, interessant, und ein Nation Link. Außerdem TOTS Plus Player Items will be on at least 2 Chemistry Points in Position, auch sehr nice. Caesar TOTS Plus und ja, okay, Design ist offensichtlich, kennen wir ja schon. Sympathisch. Und dann TOTS Mixed Leagues, da ist dann nochmal eingeteilt, was ist die Mixed Leagues, die zählen alle dazu. Und ja, die kommen dann ebenfalls auch, oder? This cycle certain League TOTS items will. Please see the list. Okay. Ja, ich denke mal, das wird dann gleich sein. Celebrate some of the best. Hit the download link at the start. Creating a video content with a fresh TOTS look. Alles klar. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall die Seite, was sie gepostet haben zum Team of the Season. Also einige Informationen, die wir uns da auf jeden Fall schon mal rausziehen können. Halten wir das soweit schon mal fest. Thema Evolutions habe ich eben auch zugemacht. Wie gesagt, defensive Mid-Connection und einmal die Attacking Mid-Connection. 6000 Roundabout bei der einen, also bei der anderen als Option verfügbar. Können wir morgen gerne ein separates Video nochmal zu machen. Hier ist Schoboschlei, haben wir eben unter anderem schon gezogen bei 210k Stand jetzt. Und da kommen wir eben jetzt zum ersten Mal zu dem, ja, im Endeffekt SBC-Golem. Machen wir da vielleicht mal den Anfang. Um den Überblick da weiter zu ziehen. Also, Live-Tots Daily Challenge kann man mitmachen, muss man nicht, aber ich würde einfach Daily einfach mal mitnehmen, das Pack, weil warum nicht? Rio Ferdinand Band bei über 2 Millionen die SBC. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich wieder orientiert haben an dem Preis vorher, bevor die SBC rauskam. Ja, das ist der Fall. Ja, war roundabout bei 2 Millionen. Könnte ja ein bisschen günstiger sein. Also, ich glaube, wir hätten es alle gemeckert, wenn er, ja, im Endeffekt jetzt bei 1,8 gewesen wäre. Da hätte, glaube ich, auch keiner gemeckert. Ist er zu teuer? Ich meine, mit dem Playstars Plus, er ist und bleibt OP, müssen wir an der Stelle sagen. Und ich kann euch eins sagen, wie bei Harvards eben. Ihr werdet innerhalb der 9 Wochen definitiv, es ist machbar. Bitte, es ist wirklich machbar mit dem, was man als Futter ziehen wird. Ihr habt es ja jetzt an den paar Packs, die wir gerade eben schon geöffnet haben. Was ich da jetzt an Ratings schon geöffnet habe, an Team of the Seasons, wenn ich da das ein oder andere Duplikat ziehen würde, der wird in der SBC verschwinden und dann ist das absolut kein Problem mehr, generell da auf die Ratings zu kommen. Apropos Rating, wie gesagt, die Tausch-SBCs sind back. Übrigens auch die 77 plus Major League Doppel-Upgrade ist auch wieder back. Eine Woche, repeatable, das nicht zu vergessen. Und der Team of the Week Player Pick, wie eben erwähnt, 7 Wochen ist der am Start. Und dann haben wir Kai Havertz noch am Start. Über 1 Million ist er teuer, 1, 2, 3. Ich würde trotzdem sagen, mit den 3 Playstars Plus, Freunde, wir wissen nicht, was hätte er auf dem Markt gekostet. Aber wenn ihr das schon an Day One kommt, so eine Harvards-Karte, Freunde, mit 4 Sternen, 5 Sternen, heilige Mutter Teresa, was erwartet uns dann noch die nächsten Tage? Guckt euch das Upgrade an. Das ist ja, das spricht doch von für sich. Ich weiß, wir konnten oder können diese Karte nach wie vor hier in die Fullback-Swap-Geschichte reinziehen. Ja, und wenn wir uns da dann am Anfang gleich anschauen, ist nichtsdestotrotz definitiv eine bessere Karte am Start. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Eine Erfurt der 3 Playstyles, Wimpel Pass, Jockey da hier drauf. Und wenn wir uns jetzt hier die Playstyles einfach Finesse Shock, Pink Pass, Techniker, meiner Meinung nach auch bessere Playstyles am Start. Das ist eine Top SBC. Ich glaube, da können wir es kurz machen. Das ist eine Top SBC. Und wenn wir uns dann den TOTS Live Kader mal anschauen, das sind ja wirklich jetzt wirklich viele, muss man an der Stelle sagen. Ihr seht es hier. Da haben wir einige gute Kandidaten mit dabei. Also, Rafa Mushika. Wir gehen mal alle kurz on Detail mal, und nicht alle on Detail, aber alle mal kurz mal durch. Also, das heißt, sprich hier die erste Reihe, dann Hinkapi haben wir schon gezogen. Mal gucken, ob wir gleich ein garantiert TOTS Lifepack drin haben. Hoffentlich einen, den wir noch nicht haben. Sao Maximau, absolut wild. Klaus, Romero. Und ja, man hat so den Eindruck, diese Frauen sind teilweise Packfiller. Ja. Und dann gucken wir einfach mal.
eben schnell durch. Vor allen Dingen die Base-Karte interessiert mich natürlich. Also Silber haben wir schon mal hier am Start. Silber-Pack-Methode könnte schon mal richtig saftig werden. 4 Sterne, 5 Sterne ist gut. Upgrade natürlich richtig gut. 0-0 Accuracy natürlich grundsätzlich Futter. 15.000 Münzen ist eher teuer. 14.000 Münzen, auch hier wieder Silber. Die Alba, die wir ja auch schon gezogen haben. Dass das ein massives Upgrade ist, brauchen wir an der Stelle nicht erwähnen. David Costa auch. Base-Karte Silber selten wohlgemerkt. Auch 5 Sterne, 4 Sterne. Wird auch eher Futter sein. Und da sind wir dann schon beim Thema, was ich eben meinte. 88er gerated Karten und damit eben der Anfang in Team of the Season Woche 2, 3 sind dann eben solche Team of the Season Karten, die relativ high rated noch vielleicht jetzt sind, eben dann auch einfach extrem günstig und vor allem, weil man sich auch so häufig zieht, auch gut dann in SBCs zu füllen. So, Chief ist dann am Start, auch hier die Silberkarte am Start, Silber selten, Forster hat er in Anführungsstrichen nur. Dann aber auch Tamendi, ich meine die Playstars lassen wir jetzt auch mal außen vor, natürlich auch ein Big Upgrade, 82er mit 64 Pace, jetzt hat er 85 Pace, jetzt ist er immer spielbar. Ich denke, da werden die Benfica-Fans sich auf jeden Fall freuen, aber grundsätzlich auch Futter. Und wie gesagt, nicht vergessen, die können sich auch noch upgraden. Ne? Also die 88er könnten potenziell zu 90er graden Karten werden. Also da könnte man jetzt auch vielleicht überlegen, die eine oder andere schon einzukaufen in Bezug dann auf Rating. Wobei einige Tots-Karten jetzt da die nächsten Wochen definitiv auf uns zukommen. Dann haben wir Non-Bear-Gold, auch interessant, Weaver am Start. Also sie hat so ein Spielerbild und bei dem anderen sah sie jetzt komplett anders aus. Interesting. Kates, irgendwie zwei unterschiedliche Frauen meiner Meinung nach, 5 Sterne, 4 Sterne, 11er Upgrade vor allen Dingen und 10er Upgrade, ja, warum nicht, nehmen wir mit, sieht aber auch eher nach Futter aus, dann haben wir Bayer, 4 Sterne, 4 Sterne, 93 Composure, sehe ich ein bisschen lost, aber auch eher wieder Silber Base Karte, können wir also aus Silber Packs ziehen und dann haben wir hier ein Capier auch schon gezogen, sympathisch, 13 Reactions drauf. Und wie gesagt, oh, der könnte sich halt super upgraden. Der könnte sich halt super upgraden. Ich meine, alle können sich super upgraden. Robinson haben wir dann am Start. Forster. Weitere Goldkarte mit am Start. Sieht auch okay aus. Für Premier League not bad. Schauberschlei jetzt bei 190k sogar schon. Ich meine, die Karte sieht gut aus. Also ich meine, wir wollen das jetzt nicht schlechter reden. Also es ist 3 Playstyles plus haben wir am Start. Pace, Schießen, Passen, Dribbling. Eigentlich, ich sag's jetzt mal, wie es ist, Freunde, für den Preis viel zu günstig. Für den Preis viel zu günstig, meiner Meinung nach. Mit Engine? Also, die schon, also, ich meine, klar, Play, also, lassen mal die Evos jetzt ausgeklammert. Aber, Freunde, es ist Tots Time. Es ist Tots Time, ja. Und es ist das erste Team of the Season. Turlor, dann auch Silber. 4 Sterne, 5 Sterne, auch sie am Start. Merino mit Forster. Ein okayen Upgrade tatsächlich dann nur von der 88er Rating Karte gesehen. Müsste auf jeden Fall auch die Upgrades kriegen. Zaha, eine 91er Rating Karte. Und das ist vielleicht so das Einzige, wo wir vielleicht jetzt sagen können, da kommt dann die Evo wieder in die Quere. Aber ich finde, durch die 3 Playstars Plus sind sie in Anführungsstrichen ja wieder unique. Ja? Und mit dem Grundtempo, also bringt ihn von der Bank 5 Sterne, 4 Sterne, whatever. Galatasaray-Fans werden sich freuen. Zaha ist back, kann man an der Stelle sagen. Dann Bissek, warum auch immer, nur mit 3 Sternen, 3 Sternen. EA wird es wissen, warum. 91er Reactions, sieht an sich auf jeden Fall gut aus. Hat ja auch schon seine ein oder andere Special-Karte. Sehr, sehr gut, dass wir den wieder am Start haben. 350k, Interlink ist wieder da. Deutschland ist easy zu linken, Serie A, brauchen wir auch nicht drüber reden. Dann Zaha Maximal natürlich, Al-Ali, Saudi-League-Link, Freunde, Frankreich-Link. Auch er ist, muss man an der Stelle so sagen, hier mit dem Flashback ja zuletzt. Er ist zurück, Freunde. Er ist zurück mit einer Top-Karte. Boah, da will ich das Dribbling-Tempo schon sehe. Und der wird sich auf 99 Pace dann vielleicht upgraden. Also der mit einer 3, also wenn der eine 93er Grade Karte wird, der wird in jedem Team sein. Der wird gefühlt in jedem Team sein. 850k Stand jetzt. Dann aber Klaus Forster, 91er Grade Karte. Ja. Freunde, es ist Tots Time. Hier auch schon 3 Special-Karten. Romero jetzt auf der 92, 4 Sterne, 3 Sterne, 97er Reactions wohlgemerkt. Gute Def und Physis auf jeden Fall. Oh, der sieht richtig gut. Warte mal. Encore. 97er Innenverteidiger. Und jetzt mit dem Shadow. 96er Innenverteidiger. Hohoho. 99 Def. Oh mein Gott. Und das als Premier League Argentinien Link. Heilige Mutter Teresa. Leier. 4 Sterne, 4 Sterne. Forster. Nehmen wir auch mit als Futter. Rafinha. Oh mein Gott, Lord. Freunde. Wo, wenn, der, jetzt kommt noch dann der Mini-Release oder was? Hör mir doch auf.
hör mir doch auf. Modric, 5-Star, 5-Star musste kommen. Und auch hier ein sympathisches Upgrade. Da hoffe ich auch sehr drauf, dass wir den ziehen und vor allen Dingen dann upgraden können zu der alten Karte. Kudos dann am Start mit 4-Star, 4-Star leider nur, schade. 6 Stamina drauf. 87er Composure. Ah, da halt auch die 3 Playstars Plus. Was hat Modric? Technical Incentive. Oh, Antizipation. Oh, Freunde, die Playstars Plus, die sind wirklich key. Die sind wirklich key. Santos auch mit 3 Playstars das. 5 Sterne sogar. Finesse Shot, Rapid und Flair. Also, ihr gefällt es sehr. Mir gefällt es sehr. Und dann haben wir noch 3 mit Doku. Natürlich auch einer von den Big Playern. Hoffentlich können wir ihn gleich ziehen. 99 Pace hat er schon am Start. Und ihr dürft nicht vergessen, Freunde, es ist ein Live-Event. Hier, 94er Luft ist schick. Kann er wert. 4 Sterne, 5 Sterne. Das ist dann wirklich nochmal Eskalation pur. Bruno Fernandes, 5 Sterne, 4 Sterne. Auch hier am Start. Absolutes geisteskranke Härte. Boah, guck mal, zu dem 93er, der schon richtig gut war. Da haben wir ordentliches Pace-Upgrade. 6 Stärke. Die Füße sind mal ordentlich geupgradet. Oh, Freunde, das ist nicht im Wort zu fassen. Lass uns ins garantierte Totsback von mir mal gehen und mal gucken, was da um die Ecke kommt. Let's go. So, Freunde, wir sind in der Web-App angekommen. Hoffentlich klappt jetzt hier alles. Wir gehen durch. Also, Pack-mäßig sieht es wie folgt aus. Das sind die 27er Packs, die wir auch alle eben im Store hatten. 51er Packs wären noch dahinter gewesen. Oh, wir hätten noch einige Packs an der Konsole öffnen müssen. Dann 85er, 84er, 7er hier noch am Start. Ach, du Jemene. Dann die FX-Packs haben wir auch noch. Und da ist Tots Garantie-Pack. Und hier hinten haben wir noch die ganzen Trade-Packs, Jumbos. Also es wäre absolut, absolut geistkrank gewesen. Freunde, lasst uns das garantierte Live-Tots-Pack noch öffnen. In 3, in 2, in 1. Und... Oh, please, ey. Please. Please, please, please. Oder wollen wir es so machen, Freunde, zum Abschluss? Soll ich es jetzt hier öffnen? Und dann gucken wir gleich an der Konsole rein, wer es wird. Das machen wir doch, Freunde. Ich nehme euch schon mal hier mit auf den Screen. Und dann schließe ich hier direkt, nachdem wir das gleich mal geöffnet haben. Ich öffne es. Live-Tots Garantie-Pack. Ich sehe nicht hin. Zack, geschlossen. Es ist geöffnet, Freunde. Und wir gehen wieder rein in Ultimate Team und gucken, wer es geworden ist. Oh, das machen wir doch. Das machen wir doch und gucken mal, wer es geworden ist. Einer von den Kandidaten muss es auf jeden Fall sein. Wer wird es? Das ist die große Frage. Oh mein Gott. Freunde, drückt die Daumen. Drückt die Daumen, dass es einer ist, den wir noch nicht haben. Das wäre die Mindestvoraussetzung. Freunde. Und hier, bitte, lass was Gutes drin sein. Da haben wir die 1, die wir sehen wollen. Wir müssen uns drum kümmern und es wird... Oh, komm, bitte. Ach, es ist nur ein Schief. Mist, Freunde. Lasst mich gerne wissen, Freunde. Wen hattet ihr in euren garantierten Free Team of the Season, Live Team of the Season Pack drinne? Wer es gewesen ist, schreibt es rein runter in die Kommentare. Seid gerne morgen wieder mit dabei. Das soll es gewesen sein mit dem heutigen XXL-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Liebe da. Dankeschön für euren Support und wir sehen uns gerne morgen wieder dann zum Samstag-Content in EASC24. Hier jetzt gerne nochmal mein Archie Gaming Uncut-Channel und hier unten das Video nochmal von gestern. Wenn ihr es verpasst habt, checkt es gerne ab. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.